Das große gemeinsame Aufräumen nach der Katastrophe, die großen Anstrengungen der letzten Wochen, die mögen traumatisch gewesen sein, aber es hat viele auch ein wenig ablenken können. Doch jetzt sind nach wie vor viele Fragen offen, denen man nicht ausweichen kann. Vor allem nicht der nach dem Wie weiter. Unser Mittendrin-Reporter Stefan Lehnhardt hat Menschen im rheinland-pfälzischen Dernau getroffen, die sich, wie so viele andere, genau diese Frage stellen. Vor der Flut hätten wir hier mittendrin gestanden im Hotel Kölner Hof. Familie Schnitzler zeigt uns, was davon noch übrig ist. Hier vorne, das war meine Küche. Und dann nach hinten war das Restaurant. Das ging durch bis vorne. Davor war dann halt die Theke. Das, was hier in Trümmern liegt, war seit 1894 in Familienbesitz. Lebenswerk und Altersvorsorge für mehrere Generationen. Das ist, als wenn du irgendwie in einen schlechten Horrorfilm reinguckst. Oder die anderen Katastrophen waren immer so weit weg. Hast du eigentlich nie gedacht, dass dich sowas selber mal betreffen würde. So sah es hier einmal aus. Das historische Gebäude nicht mehr zu retten. Wir blicken zurück auf den Moment, als ein Bagger mehr als 100 Jahre Familiengeschichte einreißt. Die Schnitzlers nehmen Abschied. Es ist der 31. Juli 2021. Das war hart, oder? Ist immer noch hart, die Bilder zu sehen. Gegen so eine Flut waren sie nicht versichert. Zumindest den Abriss mussten sie nicht selbst bezahlen. Da kommen mir schon mehr die Tränen. Tut mir leid. Nur einige hundert Meter weiter. Hier stand Ihr Haus, ne? Ja. Und zwar wirklich genau hier in der Grube, wo? Richtig. Also er hier fährt jetzt quasi gerade in meinen Keller. Ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, von wem der kommt, ich weiß nicht, wer den bestellt hat. Aber der steht auf Ihrem Grundstück? Der steht auf meinem Grundstück und macht jetzt hier das Loch zu, ja. Also ich rechne mal mit 1, 2, 3 Jahren, bis ich hier wieder mit einem Koffer in ein Haus einziehen kann. Und irgendwo, aber das ist Ihr Ziel, hier wieder was hinzustellen? Ich muss, weil ich habe 250.000 Schulden auf dem Grundstück hier. Bin jetzt 37, möchte und kann mich eigentlich nicht noch weiter verschulden. In der Flutnacht hat er hier selbst gefilmt mit dem Handy. So Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe gerade auf der Hauptstraße. Ich will noch den Bus retten. Ich stehe hier knietief im Wasser. Hier kommen Autos vorbeigeschwommen, ja? Da, das Auto von meinem Nachbarn. Seine Schwiegermutter wird wenig später im Haus nebenan ertrinken. Noch mehr! Jetzt hier! Jetzt bricht alles ein! Ich habe sie irgendwie noch so ein bisschen begleitet. Ne? Ich konnte an dem Haus gegenüber sehen, wie hoch das Wasser steigt und wusste, okay, jetzt ist Oberkante Fenster, jetzt sind noch 20 cm bis zur Decke. Und dann kamen die letzten Rufe und dann war auch Ruhe. Und dann hat man einfach nur funktioniert. Ne? Man ist dann wieder zurückgegangen und hat die Nacht weiter irgendwie so durchlebt. Und dieses Thema war für da erstmal abgeschlossen. Also das Hirn macht ganz komische Sachen. Posttraumatisches Belastungssyndrom diagnostiziert ihm eine Ärztin. Er zeigt uns sein neues Zuhause direkt nebenan. Das hat er sich gerade erst gekauft. Denn wegziehen will der Handwerker jetzt auf gar keinen Fall. Ja, sehr gerne. Leica, komm, mach mal Platz. Und auch der Kölner Hof soll genau hier wieder hin. Zumindest, wenn es nach Familie Schnitzler geht. Da kommt für uns gar keine Frage, woanders hinzuziehen. Ne? Und dann auch hier auch irgendwo was anderes aufzubauen. Ne? Doch ob sie hier überhaupt wieder aufbauen dürfen, ist noch unklar. Und so lange müssen sie etwas tun, was ihnen sehr schwer fällt: abwarten.